Ja, hallo, mein Name ist Matthias Faber, ich bin von eRise Invertorials und ich habe heute ein ganz, ganz freches Fahrrad mitgebracht, und zwar das Fischer Citta 6.0i von der Fahrradmarke Fischer, die Fahrradmarke. Und ja, das ist ein typischer City-Tiefansteiger, den die da rausgebracht haben. Ja, und folgt mir bei meinem Video, schaut zu, was ich rausfinde, und freut euch auf jeden Fall auch für die Empfehlung, ja, wem ich das raten würde und wem nicht. Bis dahin, danke. Das Fischer Citta 6.0i kostet 2.299 Euro, wiegt 28 Kilo und ist bis 150 Kilo zusätzlich Gesamtgewicht zugelassen. In der Front arbeitet eine Santonex E25 Federgabel mit 40 mm Standrohren. Die Continental Contact Plus Reifen rollen sehr gut und haben einen Pannenschutz. Leider wurden aber Schläuche mit Autoventil verbaut. Der Sattel ist sehr bequem und lässt sich sehr gut auf die Körperposition einstellen. Der Akku ist in den Rahmen integriert und lässt sich sehr einfach ein- und ausbauen. Fahrleistung des angeflanschten Brose-Motors lassen sich über die Fischer-App sehr gut über sein Handy auslesen. Über das etwas kleine Display lassen sich die Stufen des Motors schalten, alle Daten ablesen und das Licht an- und ausschalten. Die Lenkzentrale bildet der ErgoTech Vierlenker. Die Griffe sind von Ergon. Und der winkelverstellbare Vorbau ist ebenfalls von Ergon mit der Sicherheitsstufe 4. Die Shimano BRM 200 hydraulischen Scheibenbremsen mit vorne 180 mm Scheibe und hinten 160 mm Scheibe haben das Fahrrad immer sicher und gut zum Stehen gebracht. Die SRAM GX10 Verschaltung brillierte durch präzise und genauen Gangwechsel. Leider sind die Schutzbleche am vorderen Hinterrad sehr kurz geraten, sodass am Vorderrad die Schuhe durch Spritzwasser immer sehr nass werden. Der Gepäckträger kann bis 25 Kilo Gepäck aufnehmen, ist allerdings etwas altbacken, funktioniert aber gut. Die markenfreie Lichtanlage lässt sich sehr gut über das Display am Lenker steuern. Das Frontlicht erzeugt 70 Lux und man kann sehr gut sehen, und das Hecklicht erzeugt so viel Licht, dass man im Straßenverkehr ebenfalls sehr gut gesehen werden kann. Clever ist das am Hinterbau angebrachte Felgenschloss, was aber nur bedingt vor Diebstahl schützt. Der Sensor liegt noch außerhalb am Rahmen und ist deshalb vor Beschädigung nicht geschützt. Der Ständer macht einen guten und stabilen Eindruck. Vertriebssystem. Fischer die Fahrradmarke ist natürlich ein ganz kleiner, ganz klarer Onliner. Ihr könnt natürlich nur das Fahrrad im Internet betrachten, über Videos, über Tests und über Bilder, und kauft dann sozusagen im Internet das Fahrrad per PayPal, Überweisung oder Kreditkarte. Dann kommt irgendwann ungefähr ein 35-Kilo-Karton zu euch, wo das Fahrrad halt zu 98% voll montiert drin ist und ihr das Rad praktisch da noch rausheben müsst, den Lenker gerade machen, den Sattel gerade machen, und dann fährt das Rad auch sofort los. Wenn ihr mal Ärger habt mit dem Rad oder ihr so einen Servicetermin habt, dann könnt ihr in der Service-Hotline einen Termin vereinbaren und dann kommt ein Service-Mitarbeiter zu euch nach Hause und repariert das Fahrrad oder tauscht gegebenenfalls irgendwas auf. Laut meinen Recherchen funktioniert das System anscheinend sehr gut und ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass Fischer das so macht. Erstmal was zum Fahrverhalten sagen, und als allererstes muss ich natürlich die Rahmenhöhe bewerten, und Fischer verkauft das Fahrrad im Moment nur in Rahmenhöhe 44, und das war für mich, ich sag mal so, grenzwertig. Das war gerade so die Größe, die ich noch fahren kann mit 1,80, aber ich denke mal, jeder, der unter 1,80, vielleicht bis 1,60 ist, also zwischen 1,60 und 1,80, der liegt halt mit dem Rad schon mal von der Rahmenhöhe genau richtig.
Und was mir besonders gut gefallen hat an dem Fischerfahrrad, es hat eine unheimliche Laufruhe. Also es fuhr, egal in welcher Geschwindigkeit war, man hat immer ein sicheres, gutes Gefühl gehabt, dass es halt immer straight geradeaus geht. Zusätzlich kommt natürlich aufgrund der Reifen und dem Brose-Motor eine, ja, sag, wenig, gefühlt wenig Rollwiderstand, dass es natürlich zur Laufruhe auch sehr gut gerollt hat. Dazu kommt natürlich, dass die Unterstützung des Motors, wie man das vom Brose gewöhnt ist, halt sehr harmonisch ist. Es hat wunderbar bis 25 unterstützt. Man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass es am Anfang super schiebt und am Ende dann irgendwie abbricht oder sich ausschleicht. Und auch das Rollverhalten und das Fahrverhalten über die 25 hinaus war wunderbar, wie man das halt natürlich nicht anders zu erwarten ist. Was mir dann zusätzlich auch wirklich aufgefallen ist, ist, und ich schließe das auf die Grund der Rahmenkombination und vor allen Dingen der kurzen Kettenstreben, es ist unheimlich wendig. Zusätzlich, obwohl es laufruhig ist, ist es wendig, was eigentlich manchmal nicht zueinander passt, aber die Geometrie gemacht haben, haben das echt gut raus, dass man mit dem Fahrrad wirklich um kleine Ecken und kleine Wände. Und eine Sache, ich als E-Bike-Fahrsicherheitstrainer, ist mir natürlich auch noch extrem aufgefallen, wenn ich mal in eine Gefahrensituation komme und wirklich eine Vollbremsung machen muss mit dem Fahrrad, egal auf Asphalt oder auf losem Untergrund, dann gibt das Fahrrad einem bei der Vollbremsung wirklich eine ganz, ganz angenehme Stabilität. Es ist nicht so wie damals bei meinem Bu, wo die ganze Kraft halt vielleicht in den Rahmen auch geflossen ist. Er gibt natürlich so ein bisschen weiter, aber es ist sehr, sehr gut, wie man damit bremsen kann. Ja, wenn ich natürlich ein Fazit zu dem Fahrrad ziehe, dann muss ich natürlich das einmal einkategorisieren. Und was ist es denn für ein Fahrrad? Es ist ein ganz klares Citybike. Es ist ein Tiefansteiger, es ist Unisex, also Mann ob Frau, egal, können damit fahren. Und ich würde mal sagen, für Bewegungsumkreis von zu Hause vielleicht 20 Kilometer. Es ist ein Fahrrad vielleicht zum Einkaufen, zum täglich Fortbewegen, zum Ersetzen des Autos auf jeden Fall. Es kostet laut Hersteller 2.300 Euro. Es wiegt ungefähr 28 Kilo, hat einen 504 Wattstunden Akku, Scheibenbremsen und den harmonischen Brose-Motor mit 50 Newtonmeter. Und wenn ich mir das Design angucke, dann muss ich sagen, es ist ein sehr zurückhaltendes, eher konservatives Design, wo das Fahrrad halt wirklich nicht auffällt, es aber natürlich ja sehr gut. Was mich wirklich positiv überrascht hat, ist das Fahrverhalten. Und wenn ich auf die Komponenten gucke, dann finde ich, dann sind die Komponenten wirklich harmonisch gut gewählt, gut zueinander passend, aber ohne so ein Highlight vielleicht bei den Komponenten. Aber für den Preis ist das vielleicht auch nicht anders zu erwarten. Ja, wem würde ich das Fahrrad jetzt zum Kaufen empfehlen? Ganz klar Leute, die ganz genau wissen, was sie wollen, die Onliner sind, die viel im Online kaufen und nicht dafür zurückschrecken, auch ein Fahrrad online zu kaufen. Leute, die natürlich ein Fahrrad haben wollen, was sozusagen in das Größenspektrum passt, was ich beschrieben habe, also ich sage mal so, bis 1,80 groß ist, weil es halt keine größere Rahmenhöhe gibt, die in der City unterwegs sind, die einen Tiefansteiger haben wollen, was einfach gut funktioniert. Die Komponenten, das Design, ist alles gut gewählt und funktioniert als hervorragend. Mein Motto von dem Fahrrad ist eigentlich unkomplizierter Kilometerfresser mit einem Top-Fahrverhalten für unter 2.300 Euro. Das würde ich so umschreiben. Und deshalb würde ich sagen, wer genau so ein Fahrrad sucht, der ist natürlich mit dem Fischer Zeta 6.0i genau richtig. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut alle meine Kanäle, lasst ein Abo da auf den Kanal, liked alles, vervielfältigt, verteilt das alles. Und ich freue mich schon aufs nächste Rad, was ich euch präsentieren darf. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.